Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich zeigen möchte, wie ich mein RVO-Strickjacke, Strickjacke, weil ich sie stricke, mit einem I-Cord-Rand abkette. Also meine Jacke von oben, wie RVO halt sagt, von oben gestrickt, Ärmelmaschen stillgelegt, den Körper gestrickt und jetzt meine Länge erreicht und nun beenden. Ich zeige hier meine Variante und zwar wird der I-Cord-Rand hier eine kleine, wie so eine kleine Rundung ergeben. Ich möchte gleich erwähnen, dass man ihn auch hier quasi als geraden Abschluss dran setzen kann, als wenn ich ein extra Bündchen stricke. Wird nur mit dem Unterschied gearbeitet, dass ich jetzt drei zusätzliche Maschen anschlagen möchte. Das werde ich hier nicht zeigen. Ich werde, wie gesagt, diese abgerundete Variante zeigen. Verlinke dir hier unter diesem Video in der Beschreibung allerdings mein Video, wo ich diesen geraden Abschluss I-Cord abketten anhand eines Tuchmodells zeige. Und wenn du magst und dir diese Variante, die ich jetzt zeige, nicht so gefällt, schau gerne in das Video hinein, ob das eine Möglichkeit für dich ist. Natürlich kannst du deine Raglan-Jacke von oben auch mit einem ganz normalen, in Anführungsstrichen, klassischen Bündchen beispielsweise beenden. Du strickst ein paar Runden, Reihen sind es, eins rechts, eins links oder zwei rechts, zwei links und kettest dann ab. Oder du kettest es jetzt gleich ab. Also ungezählte Möglichkeiten. Wie gesagt, hier meine Variante. I-Cord-Rand abketten ohne zusätzlich aufgenommene Maschen. Dafür stricke ich, wie ich es vom I-Cord-Stricken her jetzt hier ja schon an meinen Rändern kenne, die erste, also ich bin auf einer Hinreihe, auf der rechten Seite, die mich anschaut, in einer Hinreihe und stricke die erste Masche rechts. Ich stricke die zweite Masche rechts und ich darf jetzt die dritte Masche des I-Cords mit der folgenden Masche zusammenstricken. Dafür darf ich jetzt erst einmal meinen Maschenmarkierer entfernen und nehme die Masche wieder auf meine linke Nadel und stricke jetzt die dritte Masche mit der vierten Masche rechts verschränkt zusammen. Habe auf der rechten Nadel drei Maschen, die ich dann auf die linke Nadel zurückführe. Stricke wieder die erste Masche rechts, stricke die zweite Masche rechts und die dritte Masche mit der folgenden vierten Masche rechts verschränkt zusammen. Wieder zurück auf die linke Nadel. Wieder erste stricken, zweite stricken, dritte und vierte, rechts verschränkt zusammen. Zurück auf die linke Nadel und immer wiederholen. Erste rechts, zweite rechts und die beiden Maschen rechts verschränkt. Rechts verschränkt, ich bleibe also so, wie ich sie jetzt hier fasse, hole meinen Faden von hinten durch und habe verschränkt hier die Maschen vorne vorliegen. Ja, und das ist schon alles. So arbeite ich mich jetzt über meine gesamte Maschenanzahl, die ich auf der linken Nadel habe, voran und melde mich dann
noch einmal, um zu zeigen, wie ich die letzten drei Maschen, meine letzten drei Maschen, nämlich die Maschen hier vom Eichordrand, mit meinen dann hier noch befindlichen drei Maschen zusammenarbeite. Die werden also auf besondere Art und Weise zusammengefügt. Und dafür sehen wir uns dann wieder. Ja, wie ich vorhin sagte, stricke ich jetzt also meinen Eichordabnahme so lange, bis ich auf jeder Nadel drei Maschen habe. Im Moment habe ich hier auf der linken noch vier Maschen. Hier meine drei vom Eichordrand. Das heißt, ich arbeite noch eine Abnahme. Wie wir es jetzt gestrickt haben, eine Masche rechts, die zweite rechts und hier noch einmal zwei Maschen rechts verschränkt zusammen. Habe jetzt auf meiner rechten Nadel drei Maschen und auch auf meiner linken Nadel drei Maschen. So, dann drehe ich meine Nadel rechts einmal hinter die Arbeit, so dass beide Nadelspitzen nach rechts schauen. Und nehme mir meinen Arbeitsfaden. So, das kann ich mir ja gleich immer wieder so hinlegen. Nur ein bisschen aufpassen, dass mir die Maschen nicht wegrutschen. Ich lege die mal so ein bisschen hier sicher und nehme meinen Arbeitsfaden, schneide mir ein Stückchen hier ab, fädel das in meine Wollnadel hinein. Nehme meine Nadeln wieder auf. Wie gesagt, beide Nadelspitzen schauen nach rechts, die Maschen liegen also gegeneinander und mein Arbeitsfaden befindet sich an der hinteren Nadel. Und jetzt werde ich diese drei Maschen mit den drei Maschen verbinden im Maschenstich. Dafür steche ich vorne in die erste Masche wie zum Linksstricken ein. Wie zum Linksstricken. Ziehe meinen Arbeitsfaden durch, lasse die Masche aber auf der Nadel. Dann gehe ich mit meiner Wollnadel zur hinteren Nadel und steche in die erste Masche wie zum Rechtsstricken ein. Ziehe meinen Faden durch, lasse die Masche aber auf der Nadel. Und jetzt darf ich hier nur aufpassen, dass mein Arbeitsfaden hinter der vorderen Stricknadel liegt. So. Jetzt komme ich wieder nach vorne und steche in die vordere Masche wie zum Rechtsstricken ein. Und darf dann die Masche, ich war ja zweimal schon in ihr jetzt, runtergleiten lassen. Und gehe jetzt in die zweite Masche der vorderen Nadel hinein wie zum Linksstricken. Ziehe meinen Faden durch, lasse die Masche aber wieder auf meiner Nadel. Und gehe jetzt lege ich mir mal gleich den Arbeitsfaden nach hinten in die Mitte und gehe jetzt zur hinteren Nadel und steche dort wie zum Linksstricken ein. Und hier bin ich jetzt in der Masche wieder zum zweiten Mal und dann darf sie wieder von der Nadel gleiten. Also ich gehe in jede Masche jeweils zweimal und immer beim zweiten Mal darf ich sie runtergleiten lassen. Jetzt bin ich noch hin bei der hinteren Nadel und nehme dort
die Masche, die jetzt drauf ist, an der Reihe ist, wie zum Rechtstrecken. Und jetzt gehe ich ja das erste Mal erst in diese Masche, lasse sie also wieder auf der Nadel. Und komme jetzt nach vorne zu der Masche, wo ich ja schon einmal drin war, und gehe da jetzt wieder wie zum Rechtstricken hinein. Da habe ich den Faden. So, gehe da jetzt wie zum Rechtstricken rein und bin das zweite Mal in ihr und darf sie deshalb jetzt beim zweiten Mal von der Nadel gleiten lassen. Jetzt gehe ich in die vordere Masche wie zum Linkstricken. Das ist mein erster Schritt, also lasse ich sie drauf. Gehe zur hinteren Nadel und gehe dort in die Masche wie zum Linksstricken. Bin das zweite Mal in der Masche und darf sie also von der Nadel gleiten lassen. Gehe jetzt auf der hinteren Nadel noch in die letzte Masche wie zum Rechtstricken hinein. So, wir haben jetzt immer abwechselnd rechts, links, links, rechts eingestochen und haben jetzt noch tatsächlich die beiden Maschen drauf. Das heißt, ich gehe jetzt noch einmal nach vorne. Gehe dort nochmal in die Masche. Ja, gehe dort nochmal in die Masche. Wie zum Rechtstricken. Bin ja jetzt hier das zweite Mal. Darf sie runtergleiten lassen. Und gehe in die hintere Masche. Steche wie zum Linksstricken ja ein. Und darf sie, weil ich dort das zweite Mal war, rausgleiten lassen. So, die Nadeln sind leer und darf jetzt hier noch meine Maschen ein ganz klein wenig festziehen und habe jetzt meine Maschen miteinander verbunden, so dass ich jetzt hier den I-Cord-Rand rundherum laufen habe. Noch mit meinem Arbeitsfaden, zeige ich gleich noch. Ich möchte nur erstmal meine Nadel an die Seite legen, denn ich wollte jetzt schon einmal meinen anderen Rand zeigen. Das ist ja der Rand, wo ich vorhin mit den Abnahmen begonnen habe, mit der ganz kleinen Rundung. Und das ist jetzt mein Rand, wo ich aufhöre und man sieht schon, dass es eben auch diese Rundung gibt. Und jetzt habe ich hier dran halt noch meinen Arbeitsfaden und den werde ich jetzt hier in dem I-Cord-Rand vernähen. So, dann nehmen wir ein paar Maschen auf, vernähen das und sind fertig. Dann möchte ich gerne den I-Cord-Rand, die Abnahme nochmal zeigen. Lang rüber gearbeitet durch über sämtliche Maschen bis eben zu der Ecke, wo wir eben den Maschenstich gearbeitet haben.